Ja, große Überraschung heute Morgen. Habe ich schon die Befürchtung gehabt, dass das iPad nicht genügend Restpower hatte, um die ganze Nacht zu überstehen und einen Film vom iPad über ein normales Windows-Laptop auf das Storage zu überstehen. Aber nee, heute Morgen ist mein iPad voll. Wir sehen es oben rechts in der Ecke, 100%. Dabei darf das nicht passieren. Ja? Da heißt es doch immer, lädt nicht. Aber das ist absolut nicht richtig. Man muss es einfach nur, vielleicht hat es nicht so viel Power wie ein normales Mac, aber das geht. Das geht absolut. Ich mache jetzt gerade nochmal das aus und ziehe das Kabel raus, stecke das Kabel wieder ran, weil die Anzeige, dadurch, dass es jetzt 100% voll ist, geht relativ schnell weg. Und dann werden wir kurz sehen, dann kommt die Anzeige, dass es geladen ist. Und das kommt eigentlich natürlich nur, wenn man auch lädt. So, Kabel rein und da ist die Anzeige.